Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Herz und Seelentarot. Schön, dass du dabei bist. Ja, heute geht es wieder direkt los mit einer Liebesbotschaft. Ich frage heute, was gedanklich, gefühlstechnisch los ist und was dann der nächste Schritt von dir und deinem Gegenüber ist. Wie es da weitergeht. Okay, und wir haben direkt hier schon eine erste Karte. Sehr gut. Was darf ich hier momentan fürs Kollektiv wissen? Dankeschön. Super, zwei Karten hierfür. Dann fragen wir jetzt mal nach auf die Gefühlsebene. Gut, die Karten sind auch super schnell gefallen. Und als letztes darf ich da noch eine Karte haben? Ja, sehr gut. Wow. Meine Lieben, ich möchte auch nicht immer direkt die Karten zeigen, aber die Karte hier an der Unterseite, die möchte ich natürlich euch auch nicht vorenthalten. Die wahre Liebe. Ja, hier kann es tatsächlich um die wahre Liebe gehen. Auch wenn hier vielleicht noch etwas zu tun ist, das schauen wir gleich. Ja, ich möchte das jetzt erstmal auch ein bisschen abklären, noch mit dem Lenormand-Kartendeck der Weißen Eule. Wie gesagt, ihr könnt immer alle Infos zu den Karten, die ich nutze und Infos zu mir und möglichen privaten Legungen in der Videobeschreibung lesen und dann mir gerne auch eine private Nachricht per Mail oder per Instagram schreiben. Auf Instagram bekommt ihr ja auch immer die täglichen Botschaften. Und ich fange jetzt aber hier mal an zu fragen, was darf hier noch dazu gesagt werden? Sehr gut, danke schön. Ja, die Karten fliegen wieder. So viele Karten. Na, okay. Wird schon seinen Grund haben, warum das so viele Karten sind. Waren ja auch drei von den anderen Karten. Wow. Und wie geht's da weiter? Schauen wir mal. So, sehr gut. An der Unterseite, das habe ich ja eben auch gezeigt, zeige ich also jetzt auch nochmal. Da sind die Sterne. Das steht für die Klarheit, die kommt. Für die Klarheit in möglicherweise dem Thema der wahren Liebe. Man sollte, glaube ich, alles lesen können. Ich fange zuerst mal mit der oberen Botschaft an. Okay, ich werde später noch ein paar weitere Karten nutzen, aber zuerst hier sehen wir die Anziehungskraft. Die Anziehungskraft ist da, das bist du dir bewusst, das ist dein Gegenüber dir bewusst. Du brauchst dich nicht verändern, du brauchst dich nicht verstellen, du ziehst romantische Liebe an, indem du den Moment einfach voll genießt. Mach dir nicht so viele Gedanken darüber, was du tun solltest. Ja, schaffe Klarheit, schaffe dir selber Klarheit. Denn dies könnte der oder die Richtige sein. Ja, auch dein Gegenüber muss sich Klarheit machen. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Ja, was soll ich da noch sagen? Wunderschön. Hier geht es darum, zu schauen, wenn dies ein Partner ist, den du tatsächlich schon länger kennst. Ja, vielleicht warst du auch mit diesem zusammen. Hier haben wir die Stabilität und die möglicherweise immer wiederkehrenden Kreisläufe. Also das ist hier auch nicht ausgeschlossen, dass ihr immer wieder was zusammen zu tun hattet, weil eben die Anziehungskraft so stark ist. Es wird immer wieder gefühlt vom Universum. Das ist wahrscheinlich dir selber auch bewusst, dass es immer wieder neuen Kontakt gab. Immer wieder kam er oder sie auf dich zu. Ja, also auf bewusster Ebene, auf Gedankenebene scheint dir wirklich einiges gut zu laufen. Und ja, man ist sich über diese Verbindung bewusst. Man möchte vielleicht auch eine stabile Beziehungen miteinander eingehen. Also das ist hier ebenfalls möglich. Vielleicht spricht man bis jetzt nur noch nicht darüber, dass man tatsächlich zusammen ja, den Weg gemeinsam gehen möchte. So, wir gucken jetzt hier mal. Ah, okay. Hier haben wir das Thema Finanzen und Karriere. Finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben bzw. auf deine Gefühlsebene aus.
Ja, entweder hast du noch ein Finanz- und Karrierethema oder dein Gegenüber. Und deshalb ist es hier momentan nicht so einfach, auch dazu zu stehen, zu diesen wundervollen Gedanken. Man ist sich, wie gesagt, bewusst, dass man den anderen wirklich gern hat. Sonst wäre diese Anziehungskraft auch hier nicht da. Also man ist sich dieser Verbindung bewusst, aber braucht trotzdem noch hier die Zeit immer wieder des Rückzugs. Also, um auch Klarheit zu schaffen auf Gefühlsebene, ist es mal wichtig, dich selber zurückzuziehen oder auch eben dein Gegenüber, um noch Themen mit Finanzen und Karriere zu klären. Ja, aber wichtig ist hier auch, du darfst dein Herz aufmachen. Auch dein Gegenüber darf ohne Angst lieben, wenn hier möglicherweise noch Ängste im Raum sind, weil ihr euch schon länger kennt und etwas vorgefallen ist. Das ist natürlich klar, wenn es ein Ex-Partner ist, dass dieser dann auch möglicherweise Ängste hat oder du eben Ängste hast, wieder erneut verletzt zu werden. Aber du darfst ohne Angst lieben, denn hier liegt wirklich eine wunderschöne Verbindung drin. Ich schaue jetzt mal, was ist hier noch mit dem Lenormand-Kartendeck. Wow! Ja, also ich sage mal hier so, dieses Thema mit Finanzen und Karriere. Natürlich, das hat hier vielleicht ein paar tatsächlich wichtige Punkte. Und darum muss sich erstmal noch gekümmert werden, weshalb es auch hier momentan immer wieder Rückzüge gibt. Aber es ist hier auch angesagt, ja, ich fange einfach mal langsam an. Die Harmonie, die Liebe, hier haben wir noch einmal die Anziehungskraft auch auf Gefühlsebene. Man ist sich dieser auch bewusst, man spürt langsam die Liebe zueinander. Und wenn ich das so sehe, im Rückzug wird man sich immer wieder dieser Liebe mehr bewusst. Man lernt immer mehr dazu. Du darfst immer mehr dein Buch aufmachen. Auch dein Gegenüber darf mit dir neue Kapitel schreiben. Neue Kapitel und langsam wachsen. Wachstum und Heilung darf hier hereinkommen. So, Moment, nicht, dass hier ein Schatten ist. Ja, also, wie gesagt, da haben wir wieder das Thema. Dies könnte der Richtige sein und hier besteht eine starke Verbindung mit dem Ring und dem Haus, aber jetzt hier auch nochmal angezeigt mit dem Baum. Das ist hier ein wirklich großer Baum und der hat sicherlich schon starke Wurzeln. Und auch in dieser Liebe besteht hier eine starke Verwurzelung. Man sieht hier definitiv, gibt es noch Unklarheiten, etwas, was noch ausgesprochen werden muss. Vielleicht muss tatsächlich ausgesprochen werden, dass dein Gegenüber dich wahrhaftig liebt oder du ihn. Aber eben momentan braucht Mann oder Frau dort noch etwas Zeit, weil es für ihn oder sie momentan wichtigere Themen gibt. Aber mit Sicherheit kommt hier die Herzöffnung. Mit Sicherheit wird man die Herzen heilen können. Das ist nur nochmal eine Bestätigung, dass der Baum auch für die Heilung steht. Und Stabilität und Beständigkeit kommt hier herein. Immer wieder erneut der Kontakt. Man ist sich hier bewusst, dein Gegenüber ist sich auch bewusst. Du bist hier sein Heimathafen. Die Anziehungskraft auf Gedankenebene kommt nach und nach jetzt herein. Und das bringt auch dein Gegenüber dazu, ja, zu dir zu kommen, vielleicht tatsächlich auch sich langsam zu öffnen. Also natürlich, das Buch ist hier in dem Kartendeck geschlossen, aber ich denke, hier gibt es auch schon einige Kapitel, die bereits zusammengeschrieben worden sind. Man muss nur dort auch Klarheit hereinbringen und vielleicht tatsächlich zu dieser Liebe stehen. Ja, vielleicht ist sich jemand von euch noch nicht bewusst, dass es die Liebe des Lebens ist, dass man sich hier möglicherweise auch aus Angst nicht richtig traut, aufeinander zuzukommen. So, Moment, ich möchte die Karten mal ein bisschen hier mehr verteilen und ein bisschen hochschieben, weil wir haben hier ja noch weitere Karten. Und zwar darfst du optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben bleiben, sowohl du als auch dein Gegenüber. Für dich ist es hier wichtig, positives Denken. Positives Denken und Vertrauen wird dir Glück in der Liebe bringen, wird dir allgemein mehr Glück bringen. Ja,
immer diese Abwärtsspiralen und dieses negative Denken, das bringt einen nicht weiter. Das bringt einem genau das, wovor man Angst hat. Denn Positives und Optimismus bringt möglicherweise auch eine Versöhnung. Das ist interessant. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet, war hier oben, dies könnte der richtige sein. Mit der Anziehungskraft kommt jemand erneut in dein Leben. Das steht möglicherweise nochmal für einen Partner, wo es vor Wochen, vor Tagen ein bisschen Streit gab. Und jemand aus der Vergangenheit kommt erneut in dein Leben, um sich mit dir zu versöhnen, um dir auch nah zu sein. Also schaut euch mal die beiden hier an, wie liebevoll die wieder hier miteinander kuscheln, beieinander stehen. Hier ist es wirklich wichtig, optimistisch zu bleiben, sowohl du als auch dein Gegenüber. Und wenn es hier noch etwas Rückzug gab, geht es jetzt aber in den Umbruch. Hier spüre ich noch möglicherweise auch etwas den Rückzug, aber wie gesagt, der Turm steht hier auch für Umbrüche. Ein Umbruch, der plötzlich passieren kann. Plötzlich kommt es zur Versöhnung. Oh, da scheint auf einmal die Sonne. Dankeschön. Ja, und das Schicksal haben wir hier auch. Das sorgt dafür, dass plötzlich Bewegung hereinkommt, dass plötzlich möglicherweise die männliche Energie auf die weibliche Energie zukommt. Auf jeden Fall kann sich jeder mal in dieser Energie befinden. Also es muss nicht nur heißen, dass es der Mann ist, sondern es kann auch die Frau sein. Ja, das musst du natürlich für deine eigene Situation schauen, wie es da sein könnte. Ich persönlich spreche hier natürlich immer in der Position, dass er auf dich zukommt, weil es für mich so leichter ist, das zu sagen. Ja, aber es gibt natürlich auch viele, viele andere Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Auf jeden Fall wird es hier positiv weitergehen und Versöhnung kann hereinkommen. Ich schaue jetzt mal mit dem Zeitkarten. Ja, eine Zeitkarte. In welchem Zeitraum kommt es hier zur Anziehungskraft? Vielleicht tatsächlich zu der Versöhnung, dass man erneut aufeinander zugeht oder vielleicht erneut eine Beziehung miteinander möchte, weil das ist hier auch in den Karten zu sehen. Was darf ich hier wissen? Okay. Der Montag ist gefallen. Tausche dich aus, lass dich beraten. Also bis nächste Woche Montag möglicherweise. Ich möchte eine weitere Karte noch. Mhm. Ja, tatsächlich. 7 Tage, 7 Wochen. Da kann alles schon anders aussehen. Die Umstände bestimmen. Ja, erstmal hier schauen, wie sieht es hier momentan aus? In welcher Phase, man kann es auch als Phasen sehen, befindest du und dein Gegenüber sich momentan? Gibt es momentan viel Kontakt? Ist die Anziehungskraft gerade spürbar? Gab es vielleicht tatsächlich schon diese Versöhnung? Oder ist es momentan noch etwas Rückzug oder etwas hin und her? Habe da auf jeden Fall Vertrauen, egal zu welchem Zeitpunkt du das Video hier gerade schaust. Es hat hier auf jeden Fall eine Botschaft für dich. Vielleicht ist es tatsächlich auch wichtig, dir selber zu verzeihen, dir selber deine eigenen Themen möglicherweise im Rückzug zu verzeihen. Vielleicht hast du selber auch ein paar Schwierigkeiten, vielleicht auch den richtigen Job momentan zu finden. Natürlich ist es auch schwierig momentan noch mit Corona, wenn man da den Job verloren hat, da vielleicht auch wieder hereinzukommen. Aber tausche dich aus. Vielleicht findest du ein paar Leute, die ebenfalls ähnliche Schwierigkeiten haben wie du. Oder lasse dich gerne beraten. Ja, auch ich helfe dir gerne und biete meine Hilfe an. Die Umstände bestimmen. Ja, was heißt das? Die Umstände bestimmen, nochmal ganz klar jetzt zu machen, was ist das für eine aktuelle Situation und was habe ich tatsächlich hier für Gefühle? Wie gesagt, dein Gegenüber darf hier auch zu seinen Gefühlen stehen. Was ich hier gerade auch noch an der Unterseite sehe, ist das Thema Vergeben und Lernen. Ja, Versöhnung, vergeben, sich selbst vergeben, aber auch anderen. Aus der Situation lernen und sich langsam öffnen und Klarheiten schaffen.
Okay, meine Lieben, das war's nun mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Und schaut auch gerne noch bei Instagram vorbei, bei den täglichen Botschaften. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben.